Rousseau hat einen Text geschrieben über den alten Pygmalion, eine Figur, die schon Ovid beschreibt, ein griechischer Bildhauer, der so frustriert ist mit den Frauen, dass er sich selber eine meißelt. Georg Bender hat dazu die Musik geschrieben. Es ist kein Gott dahinter! Nur ein einfacher Stein! Leider hört dieses Werk an der interessantesten Stelle auf, nämlich an der Stelle, wo der Stein, also die Statue, am Ende tatsächlich zum Leben erweckt wird und ich sagt. Wie Balsam fließen Zuversicht und Hoffnung durch meine Adern. Ich fühle mich wirklich wie neu geboren. Und da waren wir sehr schnell bei der Frage, was sind denn die ganzen Dinge, die heute um uns herum lebendig werden und ich sagen, zum Beispiel Alexa und alle ihre Freunde. Wenn jetzt KI alles kann, rechnen und viele andere Dinge und sogar auch Kunst, nämlich malen wie Rembrandt, komponieren wie Beethoven, was bleibt denn dann eigentlich für uns zu tun übrig? Und das ist die Frage, der wir in dem heutigen Abend nachgehen wollen. Pygmalion 4.0 ist für uns als Ensemble Festa Musicale ein ganz besonderes Projekt. Wir verbinden hier alte Musik auf alten Instrumenten mit neuer Musik, auch für alte Instrumente, und verbinden das Ganze dann wiederum mit Schauspiel und Tanz. Und damit kommen wir jetzt zum Kern unseres heutigen Abends, denn das Leben könnte hinter dem Leben sein oder auch die KI. Die künstliche Intelligenz. Ein herzliches Willkommen dazu. Welcome. Ah. KI ist so schön neu und glatt und perfekt. Nicht so altmodisch und gefühlsdusselig wie der olle Pygmalion mit seiner Galatea, was? Ja, KI bestimmt schon heute unseren Alltag. Christoph is our latest artificial intelligence prototype. We call it the AI Artist. And it is my absolute pleasure today to have the chance to demonstrate for you all Christoph's wide range of abilities and talents, all specially designed to make your life both easier and more cultured. Stand. Build a masterpiece. Build a better masterpiece. Jump. Sit. Stand. Jump. Jump. Entertain me. Teach me how to love someone.